Hallo und willkommen zurück zu Trails of Cold Steel. Ja, heute fühle ich mich wesentlich ausgeschlafener und bereit, den Boss anzugehen. Hier am Ende des Terra-Schreins. Ja, das sieht aus wie dem Feuerschrein, da oben das Semurienerz. Was sich die Gnome wohl dabei gedacht haben, das hier so anzulegen. Ob die da schon gedacht haben, Mensch, so in 1000 Jahren, da braucht das mal jemand. Wir sind endlich da. Unser zweiter Kristall voll Simorian-Erz. Dieser sieht genauso groß aus wie der letzte. Idealerweise könnten wir einfach da hochgehen und ihn nehmen. Aber ich bezweifle, dass es so laufen wird. Seid alle vorsichtig. Oh, buh. Noch ein Magic Knight. Ich hab die langsam satt. Okay, der ist jetzt Rubinrot, heißt schwerer Rubin. Er könnte vielleicht ein bisschen mehr Sport machen, würde ich sagen. Ja. Aber immer wieder Magic Knights. Ja, ich dachte mir schon, dass einer kommen würde. Der sieht noch stärker aus als die anderen, die wir bekämpft haben. Seid vorsichtig. Verstanden. Watch out, this is a tough one. Oh. My turn. So, was müssen wir denn machen? Ach genau, Milium hatte keine vollen CP. Müssen wir mal gucken, was wir da gleich hinkriegen. Ja, Alright, so auf jeden let's Fall. do this. Dann Alisa mit ihrem Buff. No problem. Light. Vom Schaden her geht's sogar noch. Eigentlich müsstest du jetzt den Chrono Burst. Oder machst du einen Adamant Shield? Ich will einfach, dass dein erster Schlag gut ankommt. Machen wir so. Arcus, activate! It's my turn! Schutz vor Magie. Oh Moon, shield us from harm! Crescent Shell! Ich muss jetzt deutlich mehr Schaden machen durch die 200 CP und Domination Quartz und Motivation. Ja, das ist doch schon mal was. War ja so ein Viertel oder so. Und jetzt Zero Arts. Heilt sich erstmal, das ist ja super scheiße. Naja. Was machen wir denn jetzt? Auf jeden Fall nicht seinen Crit dazu lassen. Arcus, activate. Right. Eigentlich was zaubern, ne?
muss noch mal eben gucken, gegen was der empfindlich ist. Gegen alles gleichermaßen. Ja, war so. Support. Fortuna. Let's go! Yeah! Oh, das ist gut. It's my turn. So, jetzt sind wir super gebufft. Dann würde ich sagen, nehmen wir den einmal. Arc is activate. Here I go. Oder hier auch ein Zauber. Mal gucken, wie viel das bei Rien so anrichtet. Weil ich glaube, der Magic Knight ist jetzt auch vor allen Dingen gegen physische Angriffe besser geschützt durch seinen Buff. Stärke und Death war das, glaube ich, ne? War nur Stärke. Ja, war okay. Hier! Thanks! Achso, die beiden sind gelinkt. Muss man gleich mal eben ändern. Here I go! Uiuiui. Blessing of the moon. Thanks. Righto. Was machen wir jetzt mit dir? Genau, du schlägst einmal ganz normal zu. Hast du noch Inside? Nee, ne? Das ist schlecht. Doch, hast du noch. Gut, und danach machst du direkt deinen S-Break. My turn. Du müsstest jetzt auch deinen S-Break machen. Wollen ihn gar nicht zur Ruhe kommen lassen. Gather on my blade. War wenig. Right. Hm.
Das war vielleicht schlecht. Ich hätte Inside machen müssen. Ich hab halbwegs Glück gehabt, dass er sich nur bufft. Kein Problem. Das reicht sogar noch für alle. Super. Stehen gerade noch so im Rahmen. Rain upon us. It's my turn. Of the moon. Thanks. Let's move. So, ein Million Leute gleich Overdrive ein. Righto. Das mit Rain gelingt, ne? Ja. Ich bin noch nicht so überzeugt. Mach's mal so. Lemmy, give me a hand! Down you come! Yup! Got you! My turn! Ha! Now's our chance! Gotcha! Ich wollte ihm irgendwie nicht die Zero Arts überlassen, wobei es ja völlig Banane ist. Wir sind ja gegen Magie geschützt. Sehr schön. Eigentlich müsste ich jetzt Laura reinholen, würde ich sagen. Er ist nicht gebufft, oder? Kann man das... Ja, nee, ist nicht gebufft. Sorry. Understood. Witness the fruits of my training. Ha! Yeah! Ha! Oh! Oh! Radiant Lion! It's my turn. Thank you.
Das war's. Hey, easy peasy. Das war schon ein schwerer Kampf, aber natürlich waren wir siegreich. Ja, eine weitere Prüfung überstanden. Sollen wir uns den Kristall schnappen? Komm schon, gehen wir zum Altar. Hätte sein können, dass hier noch irgendwas rumsteht oder so. Das bedeutet, dass wir jetzt einen weiteren Schritt weiter sind für die neue Waffe für Valimar. Ja, Gott sei Dank haben wir genügend Leute, um es zurückzutragen. Naja, aber wir haben noch zwei weitere Schreine zu besuchen. Gehen wir. Tja, jetzt ist noch keine Zeit für Ruhepausen. Okay, er hatte schon kurz überlegt, ob jetzt nach diesem zweiten Schrein auch noch wieder irgendwelche Aufgaben kommen, die wir erst erledigen müssen, oder ob wir jetzt direkt schon zu den nächsten Schreinen gehen können. Und es scheint wohl so, als wäre letzteres der Fall. Ja gut, dann gehen wir mal auf die Courageous zurück. Passiert auch nichts, aber ich muss noch mal eben unseren Radiopreis abholen. Der war letztes Mal hier. Der Munk. Nee, nicht hier eine Etage höher. Ja, Silberpreis, immerhin. Zum nächsten Schrein gehen. Ich überlege gerade noch, hat Rian eigentlich schon seine beste Waffe? Wo wir gerade hier so sind. Wir haben jetzt ja wieder ein bisschen Geld, hm? Naja, das ist kaum ein Unterschied.
Der Bogen auch kaum. Ja, das lohnt sich nicht. Der Aschebringer vielleicht noch für Laura. Nee, haben wir auch schon. Was Gutes. Mega Blaster brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Nein. Die Lanze, soweit fehlt es noch, dass ich wieder mit Gaius kämpfe. Das ist okay. Na gut, kann man nichts machen. Dann, was hattest du noch? So, das ist diese Mischi-Sachen, genau. Und du? Gambler Jack, Kapitel 11. Das fehlende Kapitel. Ja, vielen Dank für den netten Kommentar, dass ich ab und zu hier mal bei Becky vorbeischauen sollte, ob die das hat. Deshalb war ich letztes Mal auch schon hier, da hat es noch nicht. Ja, prima, dann haben wir jetzt ja gut was zu lesen. Hier geht's bis 12 und hier geht's bis 13. Dann werden wir hier wahrscheinlich auch noch Kapitel 13 finden. Ich weiß nicht, ob es noch weiter geht. Super. Dann können wir direkt zum nächsten Schrein. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt Wasser, oder? Oder da waren wir. Ja, Feuer war der letzte. Luft wäre der zweite. Machen wir erst Luft. Full speed ahead. Ach so. Nee, es geht so nicht, leider. Tut mir leid. Ich muss nochmal eben die CP auffrischen. Das dauert uns für Laura viel zu lange. Und es wäre von den Kämpfen her sonst auch extrem unspannend. Also noch unspannender als sonst schon. Where do you want to go? Leave it to me. Gehen wir zur Abwechslung mal wieder in das große Bad. Ach, ich muss ja gar nicht mit dem reden. So lange war ich schon nicht mehr hier. Ich gehe übrigens davon aus, dass auch im nächsten Schrein noch wieder blaue Truhen sein werden. Ich also diese ganze Umrüstaktion wieder machen muss. Also lasse ich die Party exakt genauso, wie sie jetzt ist. Und gehe erstmal zu den blauen Truhen und dann schauen wir später mal, wie ich denn die Party brauche. Thank you.
Hier sollten wir unseren dritten Simorien-Erzkristall bekommen. Ja, ich sehe auch keinen Grund, warum nicht. Gehen wir mal zur Tür rein, wie wir es immer so machen. Ich muss mal eben den Link kontrollieren, nicht korrigieren. Achso, Rean ist gar nicht in der Party, das ist auch schon verkehrt. Wir machen das jetzt gerade mal so. So. Ich werde noch ein paar Linkpunkte mit Laura sammeln, sicherheitshalber. Ja, das hatten wir schon. Wir sind bereit. Es war ja auch gelogen, dass wir, dass es eine Zeitverschwendung wäre, dann wieder rauszugehen, wenn wir einmal drin waren. Okay, es ist offen. Ja, dann seid alle sehr vorsichtig. So, ich werde nach dem Bosskampf jetzt übrigens nochmal abspeichern, sicherheitshalber, bevor ich mich den Leuten da stelle. That one's gonna be a pain. Careful. Careful! This one looks strong. No problem. Sieht eher steinern aus als luftig. Aber gegen Erde anfällig. Hat der wirklich was drauf? Wir gehen mal auf die Matte. Rain upon us. My turn. All right, let's do this. Leave it to me. Here I go. Lammy, hammer mode. The bam! Nee, haben nichts drauf. Turn. Now's our chance. Go for three. Leave it to me. Eingefroren. So, Pech. No problem. Now. Can't argue with the results, though. Done. Ach so, genau. Welche Waffe werden wir hier brauchen? Bestimmt, weil es ein Luftschrein ist, würde ich sagen, Alisas Bogen. Ach so, natürlich. Ist ja auch hier so eine Zielscheibe. My turn. Here I go. I can do this. Fire!
Glaubst du, wir müssen das Ding da drüben bedienen? Ja, würde ich schon sagen. Schade, dass es so weit weg ist. Vielleicht müssen wir es mit irgendwas von hier aus treffen. Ja, gruselig sieht aber schon aus, irgendwie. I can do this. Hier habe ich irgendwie ein bisschen Angst, was zu verpassen. Cool, dann kann die Dops dann. Achso, das sind nur die Kleinen. Let's move! Sogar Erfahrungspunkte. Ich dachte, die Gewänischten bringen nichts, dann habe ich mich ja getäuscht. Ja, würde ich sagen, erstmal hier rechts. Now's our chance. Let's get him! Let's move. Ha! Right. Hip. We made it out in one piece. My turn. I can do this. Okay, jedes Mal wieder drauf schießen. With my little eye. Wenn wir den Fahrstuhl benutzen wollen. Okay. Man kann nicht die Map aufrufen, während man im Fahrstuhl ist. Das ist verwinkelt hier. Ich muss echt aufpassen. Warum ist das hier so komisch? Achso, das ist so komisch, weil man da noch hoch kann. So, links oder rechts? Es sieht so aus, als ginge es rechts weiter, würde ich sagen. Also gehen wir nach links, oder? Und ich sehe übrigens keine blauen Thronen. Nee, da geht's.
weiter. Egal. Jetzt mal erstmal hier. Yes, sir. That one's gonna be a careful. There. Watch out. This is a tough one. Right. Arcus, activate. My turn. Ha! Yes, sir. Lammy, hammer mode. The bang. Good job. Gotcha. Turn. I can do this. Righto. There. Yeah, you didn't stand a chance. Look at me go. So, erstmal runter. Now's our chance. Let's smash him. Let's move. Now! Now, Laura! Leave this to me! Right. Leave this to me! Here I go! There! Yeah! You didn't stand a chance! Leave this to me. Here I go. Right. Was bringt mir das jetzt hier hinzukommen? Ach, hier sind doch blau. Oh ja. Ich habe keinen Detection Quarz an. Eieiei. Naja, ich muss ja eh gern nochmal wieder herkommen. Wahrscheinlich. Uses und Sarah, ja, die habe ich gerade nicht dabei. Vieh und Million, das würde gehen. Müssen wir eben ein bisschen umrüsten. Vielleicht mache ich das so, dass ich Lauras Sachen hier abgebe. Hätte ich vielleicht mal darauf achten sollen, was ich da weggebe. Einmal den. Das andere war auch was mit 100 Stärke, meine ich. Und von den Quarzen her ist es nicht so wichtig. Oh, der ist aber vielleicht auch wichtig. Was sind die? Äh.
Raven wäre eine Möglichkeit, Katze wäre eine Möglichkeit. Laura hat Katze an. Warum? Dann nimm du jetzt erstmal Taurus. Achso, weil Machias noch Taurus hat. Nee, aber Taurus für Vieh, das ist echt blöd, ne? Nimm mal Katze. So, können wir das mal versuchen. Okay. Here I go. Yes, sir. Ja, geil. Ich hätte Vieh nicht mal mitnehmen müssen. Medium hat es auch alleine geschafft. Yeah, you didn't stand a chance. Oh, isn't this a pleasant surprise? There's a treasure chest here. Was machen wir jetzt mit der? Laura könnte die eigentlich planieren, dann, ne? Ja, machen wir mal auf. My turn. Sind nur drei Gegner, machen wir vielleicht sogar einen normalen Kampf. All right, let's do this. Leave it to me. I can do this. Light.
You still have a lot of training to do. Laura und Emma haben wieder Link-Level. Achso, diese. Ja, die kriegen ja auch immer einen Punkt. Great! I'm so glad! Not bad. I feel stronger than ever! Done. Ein Zeus-Gem. Achso, genau, den hatten wir vorhin noch bekommen. Arts plus 15, Art Defense plus 12, ja. Lohnt sich auch nur dann, wenn man weiß, der Gegner ist gegen Wind anfällig. Und Zeus macht dasselbe wie ein Judgment Bolt und Stärke plus 15. Dafür eine gute Chance, Arts aufzuheben. Ja gut. Bringt es auch nur dann, wenn man weiß, der Gegner zaubert andauernd. Ja, bleibt hier eine Truhe mit Uses und Sarah. Dann werde ich mal den Dungeon verlassen. Und mit den beiden zurückkehren. Und dann auch mit dem Detection Quartz. Oder kann ich den hier irgendwie ausrüsten? Ich glaube nicht. Den hat Elliot noch an. Ja, auf jeden Fall, wir sehen uns dann wieder, wenn ich diese blaue Truhe öffne und in den Dungeon weiter voranschreite. Also bis demnächst. Tschüss.